Breaking Trash 114, das sind die Themen. Mike Heiter und Laura Morante, Trennung. Wir sprechen leider ganz kurz über die prominent getrennt Paare. Heißt es nun Reality Shore oder ist es Germany Shore? Wir klären auf. Und Lena hat einen ganz kleinen Tipp für euch mitgebracht. Los geht's. Herzlich willkommen zurück bei Breaking Trash. Neben mir sitzt Martin, Leute, der hat eine Laune, der ist ganz aufgeregt. Wirklich schöne Themen für euch wieder vorbereitet. Ich würde sagen, wir starten gleich rein. Es gibt nicht so viel vorher zu sagen. Wir kommen zu einer Trennung. Ihn hier kennt ihr. Wisst ihr auch noch, mit wem er die letzten 2 Jahre zusammen war? Das ist außerdem Mike Heiter mit Laura Morante. Die Trennung kam, glaube ich, sehr überraschend für viele, denn vorher einige Tage, wirklich nur 1, 2, 3 oder wie Alex Petrovic sagen würde, Tag 1, Tag 2, Tag 3, gab es noch Urlaubsbilder, da wurde sich noch in den Booty gebissen, aus dem Pool hochgehoben, Cocktails geschlürft und auf einmal, es ist vorbei. Irgendwie gab von Mike so ein Statement, was dann Laura auch geteilt hat, aber eigentlich war es originally von Mike. Und man konnte ein bisschen rauslesen, irgendwie soll jemand was gemacht haben. Ja. Laura hat irgendwas Unverzeihliches gesagt. Es sind Sachen passiert, die ich nicht akzeptieren kann. Oh, oh. In irgendwelchen Interviews, also vermeintlichen Interviews, konnte ich auch rauslesen, dass einfach, er ist nicht der richtige Mann, er kann ihr nicht alles geben. Gut, das sind jetzt schwammige Aussagen. Da weiß man jetzt nicht so ganz, was da mit dranhängt. Ich dachte sogar, die sind noch im Urlaub und da kommt die Trennung. Also ich war ganz überfordert damit. Wie gesagt, sie waren seit 2020 ein Paar, hatten eine Single zusammen. Ja, Leute, und ich glaube, Mike Heiter muss es sein lassen. Ja. Der darf keine Songs mehr mit seinen Frauen, mit seinen Partnerinnen machen. Weil denn erinnert euch an Elena Miras und Anka, halbes Jahr später. Zick. Die Frage ist halt, was passiert jetzt mit dem Partner-Tattoo, wüsste ich gern mal. Und eigentlich brauche ich auch noch ein paar Infos, was jetzt wirklich vorgefallen ist. Man sieht, dass Mike gerade schon dabei ist, aus der Wohnung bei Laura auszuziehen. Und Laura zeigt sich 3 Tage nichts gegessen. Guck, wie skinny auch eine Trennung machen kann. Bitte nicht mehr machen. Dir folgen wahrscheinlich einige junge Mädels. Du gibst eine ganz falsche Body Positivity rüber, die nämlich keine Positivity ist. Deswegen, davon nehmen wir Abstand. Ansonsten haben sie gesagt, kein Rosenkrieg und kein prominent getrennt. Wir sprechen über die prominent getrennt Paare. Leider. Weil grundlegend finde ich das, was uns da serviert wird, relativ albern. Wir switchen einfach mal rein. Keine Ahnung, kann ich gar nichts zu sagen. Also er war irgendwann mal Sänger, wo auch Fernanda Brandao dabei war. Ah. Und er sah auf jeden Fall mal ein bisschen sexier aus, ohne dass wir jetzt hier irgendwas schämen wollen. Gut, dass ich es gerade noch gesagt habe. Body Positivity, Leute, finden wir trotzdem langweilig. Angeädert. Hier? Also da frage ich mich als allererstes, wie konnte Michelle dazu gebracht werden, dort mitzumachen? Wie viel Kohle wurde ihr angeboten? Und das Gesicht daneben muss gar nicht kommentiert werden, braucht gar keine Bildfläche mehr. Dass dieses Gesicht überhaupt noch mal eine Plattform bekommt von demselben Sender, das ist, ich finde es so ungezogen. Komm, gut. Mach's weg. Ja, gut. Also ein mögliches Paar, was ernsthaft getrennt ist. Das ist eins der wenigen. Ja. Weil wir kommen jetzt mal zu denen, die... Hier könnte man auch in Frage stellen, habe ich schon getan, ob sie wirklich getrennt waren. Carina und Gustav, ich weiß nicht, ob ich so viel Lust darauf habe. Für mich ist es eine vermeintliche, richtige, echte Trennung. Aber ich will die nicht zusammen in der Show sehen, weil das ist ganz dolle toxisch. Und es geht diesmal nicht von dem männlichen Part aus. Es ist also das bei Bip, das war ungesund. Hier, so, ich skippe jetzt einfach mal kurz die nächsten durch. Nee, die Gesichter, sagen wir kurz eine Einschätzung, richtige Trennung oder keine echte Trennung? Wir haben gedacht, die beiden sind wirklich getrennt. In unseren DMs waren ein paar andere Aussagen. Die können wir natürlich nicht verwerten, aber wir müssen sie mal so in den Raum werfen. Das, also, so Leute, sorry, genauso wie die beiden. Genau, die letzten beiden Paare, Kate und Jakob und Gloria und Nicola, muss ich leider sagen, ich finde es eine absolute Frechheit, dass ihr wirklich denkt, wir sind alle so dämlich, um euch das abzukaufen. Nee, ich muss da... Du, wir haben uns schon oft genug drüber aufgeregt. Wir sagen euch einfach mal, was unsere Konsequenz da draus ist. Damit jetzt einfach das Wort abgeschnitten? Das, weil wir haben uns schon so viel aufgeregt, es tut mir leid. Einen Fakt haben wir noch, wir wünschen uns eigentlich dort Paare rein, die schon seit 10 Jahren getrennt sind, die auch vielleicht mal ein höheres Alter haben, so wie es letztes Jahr war. Warte mal, ich beende mal den Fakt und dann kannst du zu deinem kommen.
sodass wir da auch mal wieder ein paar spicy Infos bekommen, wie vielleicht jemand, der schon mal seine Frau in Frauenklamotten verführen wollte oder ähnliches. Das geht hier komplett verloren. Unsere Konsequenz daraus ist erstmal, dass wir für uns überlegen müssen, ob wir das überhaupt besprechen wollen. Es ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit bis zur Ausstrahlung, aber wir sind uns da noch nicht so ganz sicher, inwiefern wir darauf eingehen wollen. Denn das Format ist sensationell. Die erste Staffel hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ob wir dann diesen ganzen Fake-Trennungen noch mehr Plattformen geben müssen, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich sind wir trotzdem gehypt und springen mit auf den Zug auf. Wir wissen es nur nicht. Ihr wart auch völlig verwirrt. Wir beide waren verwirrt. Heißt es jetzt Reality Show oder Germany Show? Und wir sind dafür da, um die Verwirrung zu entwirren. Also, in der Schweiz heißt es weiterhin Reality Show. In Deutschland und Österreich wird es Germany Show. Falls ihr den Reality Show Instagram-Kanal abonniert habt, der wurde jetzt umbenannt auf Germany Show. Das hier ist das Bild für die zweite Staffel. Ich muss ja sagen, ich finde die Fotos grandios in diesem Glas. Das ist so hochwertig. Das macht wirklich was her, finde ich. Es ist Trash pur. Ja, einfach und mal geil rausgearbeitet. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, das hier ist Reality Show. Da gibt es natürlich auch ein anderes Bild mit mehr Schweizer Kandidaten. Denn der Unterschied ist, Germany Show schaut man bei Paramount Plus und nicht mehr bei Join. Ganz wichtig. Wie wir es letztes Jahr getan haben. Das heißt, ihr dürft eine weitere Plattform abonnieren. Jawohl. Die es anscheinend auch noch gar nicht gibt. Mhm. Die wird neu eröffnet. Reality Show guckt man weiterhin wie letztes Jahr auf den bekannten Kanälen. Es gibt unterschiedliche O-Töne und Starttermine. In der Schweiz startet es am 14. Dezember auf Schweizerdeutsch. Genau, das heißt, und, ja, es gibt keine Übersetzung oder irgendwas, sondern es bleibt der originale schweizerdeutsche Ton. Und ab dem 15. Dezember kann man sich es mit deutschen O-Tönen in Deutschland und Österreich angucken. Es gibt Doppelfolgen, ich hab Bock. Dana, haben wir ja gesehen, ist hier dabei. Heißt das also, dass vielleicht ein Gigi einen 24-Stunden-Auftritt hat, so wie Calvin es in der letzten Staffel hatte? Und haben sich Gigi und Dana vielleicht in diesem Format kennengelernt? Also ich bin heiß drauf. Ich auch. Ich bin überrascht, dass hier noch mal ein paar ganz unbekannte Gesichter mit reingerutscht sind. Hier ist noch mal ein anderes Bild des Casts. Ich erwähne jetzt einfach mal kurz alle. Und du kannst ja mal Daumen hoch oder runter, okay, wie groß die Freude ist. Ja. Mia. Ja, Belly. Fabio. Müssen wir uns noch überlegen. Jona. Dann kommen wir zu Köln, 50667 Sternchen, Hatice. Sie hat Samantha gespielt. Ich kenne sie nicht. Sie ist, warte mal, ich zeige sie euch mal ganz kurz. Hier, wenn ich richtig bin. Können wir noch nicht viel zu sagen. Gut, wir machen mal einfach schneller. Dana, Valentina, Jessie B. Oh yes. Jermaine. Ein Sänger, Elia, ich spreche keine Nachnamen aus, weil ich kann das nicht gut. Warte mal, wo ist er? Hier. Ja. Dann gibt's noch, also hier habe ich, also ich brauche einmal in meinem Leben diesen Namen ausgesprochen, weil ich tue mir sehr schwer damit. Venance Gladys Amwem. Ah ja. Ja? möglich. Ey, das ist kein Namensschema oder sowas. Wenn ihr wisst, wie es richtig ausgesprochen wird. Ab dem 15. Dezember wissen wir es. Ja. Fitnesscoach Dino, ich weiß nicht, ob du weißt, wo der schon mal aufgetaucht ist, bei Salvatore und Marcel in der Bachelorette-Staffel. Nee, okay. Und ja, das war's. Wir haben einen groben Einblick bekommen. Genau, wir sind gespannt auf die restlichen Kandidaten, die dort einen 24-Stunden-Auftritt haben. Vielleicht geht jemand freiwillig, irgendjemand zieht noch mit ein. Am 14. und 15. Dezember geht's los. Wir sind bereit. Ja. Bock ist da. Und zu guter Letzt gibt es noch einen kleinen TV-Tipp, wenn man so sagen darf, und zwar Shea Krömer. Leute, wer das nie liebt, es gibt eine Folge, die es anscheinend nicht zu YouTube geschafft hat und ich glaube, es gab auch keine offizielle Ausstrahlung. Wenn ihr die Folge in der ARD-Mediathek seht, wisst ihr auch warum. Also, muah, 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 ich will den drücken, ich will den umarmen, also Kurt Krömer, denn er hat sich ein weiteres Piep, Loch zu sich bestellt, und zwar Faisal Kawusi. Guckt gerne mal rein. Schaut rein, wir hauen euch den Link hier unten rein. Und vermutlich wisst ihr dann auch, was wir davon halten. Schwierig. So, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Regelmäßig Haare kämmen und
positiv über unseren Kanal sprechen. Ansonsten kommen wir zu euch und dann gibt's Po voll. Po voll. Wir schicken euch jetzt ins Wochenende und hoffen, ihr habt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns alle spätestens nächste Woche. Schaut bei unserem Instagram-Kanal vorbei, da gibt's auch regelmäßig ein paar Infoposts. Am Montag geht's weiter mit Bib und wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent. Seid so, wie ihr bleibt. Kussi. Oh Gott! Bisschen Energie pumpen. Okay, hey, hey, hey! Gehen wir dann Nudeln essen? Hm. Na? Ja, von mir aus. Boah, welcher Ebene hast du geschwebt? Regelmäßig Haare. Ja. Abonnieren, Haare waschen. Regelmäßig Haare kämmen. Denn der Unterschied ist nicht nur, dass... Warte, was willst du sagen? Nee, du hast vergessen, das mit den O-Tönen zu sagen. Was nee, das kommt. Ich dachte, das kommt noch. Achso, das würde ich jetzt ja sagen. Aber du hast ja schon angefangen. Ich bin bei deinem Sprint heute kaum hinterhergekommen, aber ich fand's gut. Ja.